machen wir hier mal die Tür auf. Jawohl. Okay, wir haben jetzt hier die... Was ist das? Da mal weiter auf. Ich weiß im Moment noch nicht, was uns diese Zeichen hier sagen wollen, was wir hier haben. Aber gut, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Quetschen uns hier durch. Hier ist nichts. Jetzt geht's lang. Okay. Da ist eine Leiter. Dann geht's mal nach oben. Schauen wir mal, was da oben los ist. Ja, es lohnt sich hier, glaube ich, bei dem Spiel schon mal. Das finde ich aus. Sam? Sie müssen den Park. Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Raum. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Ja, wir werden gerade ein bisschen müde. Sam? Matthias? Sam! Sam! Das wird sehr komisch. Scheiße! Falle. Aha, Wölfe. Ich mag keine Wölfe.
den nächsten getroffen. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Irgendwie weiß ich nicht, warum ich ihm vertrauen sollte. Okay, wir schauen mal. Wir haben noch keine neuen Fähigkeitspunkte. Okay. Ich bin Lara Croft. Eine Archäologin von der Indo. Ich bräuchte eine Fackel. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Okay, Sams Familiengeschichte gefunden. Ich bräuchte ein Stück Holz. Überall. Sehr gut. Pfeile sind immer gut. Ich suche immer noch ein Stück Holz. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Was ist das da hinten? Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Das da hinten scheint interessant zu sein. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aha, okay. Aber etwas an diesem wieder ein Dokument von Sam. Da gehe ich jetzt aber mal noch nicht rein. Ich suche immer noch
wieder Pfeile. So. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Die nerven mich jetzt nicht mehr. Aber irgendwie denke ich, müssen wir noch einiges in diesem Wald hier finden. So, jetzt habe ich auch eine Fackel. Fackel, glaube ich, schon bei mir. Ich hätte nur zu diesem kleinen Feuer gehen müssen. Da gehe ich jetzt nochmal schnell zurück. Da unten ist noch eine Truhe, die scheint sehr interessant zu sein. Jetzt bin ich gerade irgendwo drauf gekommen aus Versehen. So. Ob da was Interessantes dabei ist. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislagern Waffen-Upgrades zu machen. Okay. Da kann ich aber irgendwie noch nichts machen. Ich weiß nicht, wie viele XP ich noch brauche. Schade. Okay. Schauen wir mal. Na, da müssen wir eigentlich nicht lang. Würde es aber trotzdem interessieren. Ach, da ging's. Ah, da ging's von der Höhle hoch. Okay, jetzt habe ich wieder Orientierung. Aha, das hier ist unser Reliquie. Habe ich die jetzt schon gesammelt? Dokument. Na, das ist das, was ich gesammelt habe schon. Das ist das, was ich gesammelt habe. Okay. Scheint noch einiges offen zu sein. Okay, da geht immer noch nichts. Zu der Kiste hier hin. Bergungsgut. Da geht's nicht weiter. Okay, die Kiste war ja schon mal recht hilfreich und hier ist noch was. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Aha. Jetzt habe ich wieder so eine Maske gefunden. Der Freund hier irgendwas. Da ist nochmal. Nee. Das ist die Kiste von Anfang an da.
Ja, ich denke, hier muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze hier mal zu erkunden. Da ist nochmal eine Kiste. Ganz schön ereignisreich, diese Episode von Tomb Raider. Wir haben eine Freundin gefunden mit einem komischen Inselbewohner. Auf einmal war sie wieder weg. Wir sind in eine Bärenfalle getreten und die anderen Freunde von dieser Expedition, die haben uns dann gefunden, wurden aber dann auch von Wölfen angegriffen, also da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Ja, und jetzt erkunden wir ein bisschen diese Ebene weiter und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.